Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, hier bin ich noch einmal. WEF Meeting, und zwar läuft hier der Countdown. Na, hier läuft er nicht, aber hier läuft er. Hier läuft der Countdown. Morgen, den 16. Jänner 2023, in 19 Stunden 41 Minuten wird es 13 Uhr sein. Das Treffen dauert vom 16. Jänner bis 20. Jänner 2023, und ich habe mir mal einen Blick hinein vergönnt, und spannend, es ist sehr spannend. Ich habe beide Zahlen, also ich habe hier, da habe ich alles aufgelegt, also hier sind alle, wie sagt man, alle Zahlen sind schon da, ja, die sind alle beieinander, gell? Die ganzen Zahlen sind leider da, aber wir schauen trotzdem Taekwondo. Ja, spielt auch Taekwondo, haben wir auch ein T-Quadrat zwischen Mond, Uranus und Venus, also das wird sehr spannend werden. Aber gleich zu Beginn muss ich ehrlich einmal gestanden sagen, es ist ein wirklich schweres Horoskop, also das ist wirklich schwer. Manchmal glaube ich, die vereinbaren die Treffen so, dass es ein Astrologe möglichst schwer hat, also die Termine sind ausschließlich so gewählt, dass sich Astrologen und Hobby-Astrologen wie ich sehr schwer tun. Und naja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber ich vermute ja. Der Mond befindet sich in der Rue de la Caque, und zwar von 15 Grad Waage bis 15 Grad Skorpion haben wir die sogenannte Via Combusta, die verbrannte Straße. Und hier gilt leider der Deutungsausschluss, aber nicht für mich. So läuft es nicht, ja. Wir schauen uns das trotzdem an, weil es ist sehr spannend. Ja? Und ich würde sagen, ein rascher Blick in die Zahlen 16, 17, doppelte 19, 21, 24, Einzahl 6, wow. Also ich meine, unglaublich. Ja? Die drei Glückszahlen, also drei unheimlich starke Zahlen, die, machen wir es mit Zielscheinwerfer, ja, heute ist Sonntag, ich muss das selber machen. Ja? Die 17, die 19 und die 21, drei so starke Schutzzahlen, wow. Ob die sich das, naja, was auch immer. Als erste Zahl haben wir die 16. Also hier geht es einmal um etwas Rasantes, um etwas Schwungvolles, um etwas Dynamisches. Also das heißt, hier können wir schon Bewegung erkennen. Also hier deutet sich etwas an. Und die letzte Zahl, die 24, naja, das ist so Streit. Also das heißt, offensichtlich wird man nicht auf einen Nenner kommen. Na, schauen wir mal, wie sich das dann auswirkt. Am 20. werden wir mehr wissen. Und die letzte Zahl ist die 6. Ich weiß nicht, ob das jetzt die große Liebe sein wird, aber es ist der Mars auf jeden Fall. Und wir wissen ja, Mars macht bekanntlich mobil, jetzt nicht mehr in unseren Supermarktregalen, bei Sportspiel, Arbeit und was auch immer. Wir sehen hier einen Aszendenten Zwillinge. Der Zwillinge-Aszendent sagt uns einmal, es geht um Gespräche. Also das ist ja mal sehr, das habe ich geschafft. Also soweit sind wir mal d'accord. Wir haben den Aszendenten auf ungefähr 1 Grad, ich glaube 53 Minuten. Das heißt, es ist eine sehr dynamische Geschichte. Und weil es so dynamisch ist, ist sogar noch der Mars auch im ersten Haus. Das ist noch dynamischer. Also vielleicht könnte hier die 24 doch ein bisschen hereinwinken. Wir wissen es nicht, wir hoffen, keine Ahnung, wie es sein wird. Wir werden es sehen. Wir sehen auf jeden Fall den Merkur als Herrscher des ersten Hauses im achten Haus, im Steinbock, so in etwa 8 Grad. Ja, das heißt, Herrscher von 1 in 8 ist einmal große Geheimnistuerei. Wir sehen aber auch Spitze zweites Haus im achten Haus. Ja, da geht es offensichtlich um große Geldbeträge, da ist richtig viel Geld im Spiel. Ja. Ist ja, ich meine, der Name World Economic Forum lässt es an Bescheidenheit, glaube ich, jetzt nicht wirklich mangeln. Also da macht man einen auf dicke Hose. Also sozusagen, wir sind die Tonangebenden, wir sagen, wo es lang geht. Und der Gastgeber dieses Hauses ist Schütze. Der Schütze steht, ja, da steht er, da bleibt er auch wahrscheinlich bis zum Ende des Horoskopes. Und die Spitze des 8. Hauses ist im Schützen. Und der Herrscher von 8 ist in 11. Herrscher von 8 in 11 heißt Geheimgesellschaften, also relativ leicht zu entschlüsseln.
Aber wir werden da noch eine andere Botschaft finden. Wir werden da noch was anderes finden und da könnte es vielleicht interessant werden. Trotz Rue de la Caque, trotz Via Compusta des Mondes, erzählt uns der Mond doch eine sehr beeindruckende Geschichte. Also das habe ich selten gesehen, selten. Der Mond erzählt ja bekanntlich die Geschichte und er erzählt eine schwierige Geschichte, eine sehr ernste Geschichte, denn die Geschichte, die erzählt, er ist einmal eingeschlossen, er ist traurig, der Mond ist sehr, sehr traurig, er ist da eingeschlossen im sechsten Haus, da kommt er nicht raus und naja, wer ist er denn? Wer ist er? Ja, wer bist denn du? Naja, der Mond, gerade hat er mir erzählt, er ist der Herrscher des dritten Hauses, Spitze 3 im Krebs, naja, Herrscher von 3 in 6, könnte man jetzt konstruktiv sagen, Arbeitsgespräche. Gut, bin jetzt fein heraus, passt. Danke, Wiederschauen, schönen Abend noch. Nein, aber nicht ganz. Es ist immer ein bisschen mehr. Also es ist immer ein bisschen mehr dahinter. Aber so auf das Treffen hin kann man wirklich sagen, Arbeitsgespräche, sechstes Haus. Na gut. Aber da gibt es bei den Arbeitsgesprächen gibt's hier Probleme. Wir sehen einmal. 2 Grad Abstand, da haben wir 13 Grad. Der hat ungefähr 15 Grad, wenn ich mich richtig verrechnet habe. Und naja, jetzt bin ich verunsichert, jetzt muss ich nachschauen. Ja. Uranus 15, ich habe es ja gleich gesagt, ich habe es ja gesagt, aber mir glaubt wieder keiner. Das heißt, wir haben hier 2 Grad Abstand. Ja, das könnte bedeuten, in 2 Tagen oder in 2 Wochen könnte was geschehen. Ja, schauen wir mal. Dann haben wir hier in 4 Grad Abstand das Quadrat Mond-Venus. Nö, das ist auch, also ich meine, Mond-Uranus, da geht es einmal auch um einen Einzelgänger-Aspekt. Ich würde sagen, da haben wir auch das Thema Streit ist für mich, Uranus ist da immer so ein bisschen Streitbarkeiten drinnen, wo man sozusagen, auch ja, du kannst von mir sagen, die Abwesenheit von Gefühlen, also das heißt Einzelgängertum, ja, das stimmt natürlich, handelt sich um Einzelgänger und wer ist der Uranus, mit dem da das Arbeitsklimagespräch offensichtlich nicht so gut läuft? Naja, der rückläufige Uranus, eingeschlossen, so wie der Mond, ja, die haben es beide weggesperrt. Die haben es da in eigene Kammerl eingesperrt, da dürfen sie nicht raus. Wir haben den Uranus als Herrscher des 10. Hauses. 10. Haus gilt ja, wie wir wissen, für die Großkopferten, also für die sozusagen Autoritäten, für die großen, die Reichen und Schönen und Glücklichen und so weiter, na, glücklich sein, aber was auch immer. Und hier sehen wir Herrscher von 10 in 12. Was könnte das heißen? Naja, grande Konspiration, ja, würde ich sagen, eingeschlossen, also sehr gut abgesichert. Das sehen wir also hier leicht im Horoskop herauszusehen. Wir sehen auch hier die Sicherheitskräfte, sieht man auch alles, ja, aber dazu kommen wir gleich. Die sind hier bei ihren konspirativen Gesprächen, die missratenen Burschen, ja, befinden sich hier abgeschottet, abgeschlossen und dürften auf keinen Nenner kommen. Also das würde ich einmal hier so einfach in den Raum hinein behaupten. Ja. Und dann sehen wir weiters. Jetzt muss ich mal ein bisschen am Kopf kratzen, weil das beschleunigt, glaube ich, das Denkvermögen oder es verjagt die Läuse, je nachdem, wie man es sieht. Und wir sehen hier bei der Grande Konspiration, also dass die Venus, haben ein wunderschönes D-Quadrat. Entschuldigung, irgendwas läuft hier nicht. Irgendwie, das schaut mir so aus wie Sand im Getriebe. Ich hole zur Rettung, vielleicht kann man das Birkel was sagen. Ich hole zur Rettung, haben wir gleich den Rettungsanker, den müssen wir gleich schmeißen. Wir haben Mond, Uranus haben wir hier. Und was verrät uns der gute Reinhold Eberdin? Er verrät mir Eigenwilligkeit, Triebhaftigkeit, Ehrgeiz. Aha, gut, das wollte ich nicht lesen, aber ich habe es lesen müssen. Na, wir erkennen hier anhand des T-Quadrates, dass es hier nicht harmonisch läuft. Ja? Und dass der Mond im Skorpion, hier geht sowieso um Tiefe, der Mond steht auf Jungfraugraden, also das heißt, hier wird sachlich kommuniziert über das Schicksal der Welt
Und gleichzeitig, aber das ist jetzt hier jetzt nicht bei den Gesprächen verbunden, sehen wir eine andere Bedeutung der Venus. Die Venus ist Herrscherin des sechsten Hauses. Das sechste Haus steht für Sicherheitskräfte, für Polizeikräfte, Einsatzkräfte. Die befinden sich im zehnten Haus, nahe dem Saturn. Wer ist der Saturn? Saturn ist der Herrscher des neunten Hauses, Herrscher von 9 in 10. Also das heißt, hier 10 ist hier in seinem Domizilhaus, der Saturn als Herrscher von 9 in 10 steht eben für die Eliten aus der ganzen Welt. Ja, also hier ist, da sind sie alle beieinander. Ja, da sind sie alle beieinander und mächtig nervös sind sie auch. Und wir sehen hier schon, wie gesagt, Herrscher von 1 in 8 und auch Herrscher von 10 in 12 eingeschlossen, dass hier große, große Geheimniskrämerei betrieben wird. Und bitte nicht verraten, aber es gibt einen zweiten Teil. Ende.